Moin moin liebe Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Christian, ich stelle euch heute für unseren YouTube-Kanal der Modbox einen LKW vor, beziehungsweise einen ja, Mini-Pack, sagen wir es mal so. Und zwar den Litter T in Klammern and Bodyworks. Das ist ein Pack, besteht aus zwei verschiedenen, also aus einem LKW, den man verschieden konfigurieren kann mit einem Aufbau. Also die Pritsche, die ihr hier seht, gibt es nur einmal, aber halt konfigurierbar, was man halt haben möchte. Dieser Mod ist laut Modder, das ist, also der Mod wurde uns zur Verfügung gestellt von Holzes FS und ist laut Aussagen des Modders auch für PC, Mac als auch für PS4 und Xbox One downloadbar. Also auch unsere Freunde der Konsole können sich diesen Mod gönnen und nutzen. Ihr seht qualitativ von den, das Design ist echt super, ne? Ist nicht verschwommen, ne? Die Texturen passen wirklich sehr, sehr gut. Ja, man backt auch nirgendwo durch. Die Farben sind super, also Reifen gut lesbar. Ist von der Qualität her richtig gut, muss ich wirklich sagen. Auch hier bei der Pritsche. Alles, ja, super. Ne? Lässt sich nichts, kann man nicht meckern. Ganz im Gegenteil. Ja, gehen wir mal in den Shop. Im Shop finden wir das Ganze natürlich unter LKWs. Ganz hinten seht ihr Lizard T für 55.000 in der Anschaffung. So, hier sehen wir das gute Stück. Drei Farbkombinationen sind möglich. Die Felgenfarbe, nicht nur den üblichen LS-Farben, sondern auch verschiedenste andere. Ne, ihr seht so Goldränder oder irgendwas. Wir können es mal extrem konfigurieren. Hauptfarbe, dann ist der Rahmen gemeint. Den machen wir jetzt mal rot. Oh Mann, richtig schönes Rot. Und Designfarbe ist quasi die Kabinenfarbe. Das ist schon beinahe eher ja, metallisch. Ne? Also das ist Edelstahl. Ja, jetzt gibt es die Konfiguration einmal 4x2 lang. Das ist die Standardvariation. 6x2 lang. Ne? Das sind hier mit den beiden Hochsitzrädern, dann 4x2 breit, 6x2 breit und wieder das normale. So, Glas ist quasi hier, gibt es getönt oder ungetönt, das ist jetzt getönt, das ist ungetönt. Design Kabine 1, ne, hier sind hier die Kotflügel in der Designfarbe. Andere Front, ne, die andere Front mit den neuen Blechen und halt wieder eine Kabine. Ja, das ist halt also möglich. Seht ihr. So, Batteriefach, das ist hiermit gemeint. Ne, jetzt ist hier quasi ein Endrohr raus. Jetzt hier ist das Batteriefach kleiner. Ne, ohne Box, mit Box, das ist halt alles möglich. Internes Design ist halt innen drin. Sieht man jetzt, glaube ich, so gar nicht. Ne, da seht ihr die Struktur von innen. Dann gibt es Zierstreifen, das ist da hier die Designfarbe hier aus, aber die könnt ihr nicht anders bestimmen, die bleibt halt so. Ne? In den verschiedensten Farbkombinationen. Die Antenne, das ist das Original. Und dann gibt es hier Strich, links oder rechts oder beide Seiten. So, die Motorsführung geht los mit 145 PS. Ja, okay, irgendwie ändert sich da gar nichts. Doch, jetzt geht es einen hoch auf 180 PS. Ja, das ist das Maximum. Ja, und Kapazität, ihr könnt halt die Tankkapazität erhöhen. Aktuell ist sie bei 160 Liter und ihr könnt die erhöhen auf 280. Dann gibt es hier einen Zusatztank und ihr könnt quasi das Tankvolumen erhöhen. So, den Anbau finden wir dann einfach ganz normal unter Anhänger, ganz hinten. Da gibt es einmal das für den 4x2 oder 6x2, je nachdem was ihr dann habt. Müsst ihr das dementsprechend auswählen. Auch hier gibt es eine Farbauswahl. Diesmal halt LS-Standard begrenzt, oder zumindest ein größter LS-Standard. Ne? Designfarbe, glaube ich, ist erst gleich da, wenn die Pritsche draufkommt. Dann gibt es hier das als Ballenwagen. Als Niedrigabdeckung, das Rot müsste eigentlich jetzt, ne? Das ist hier der Streifen innen drin. Niedrige Abdeckung, dann gibt es hohe Abdeckung. Ne? Das ist halt so möglich bei dem. So. Ne, da könnt ihr die Planfarbe quasi ändern. Das Design ist hier, ja, das rot markierte quasi jetzt mit gemeint, lässt sich ändern. Kotflügel ändern sich hier vorne, ne, wie man es möchte. So, und Plattform, seht ihr halt hier, ändert sich das dann, ne? Auch so eine Designgeschichte. Ja, in-game sieht das Ganze dann so aus. Ich habe jetzt mal grün-blau konfiguriert mit braunen Felgen. Was schön ist, das Auto oder der LKW bringt eigene Sounds mit, selbst ein Ausstiegssound ist mit drin. Hört es euch einfach mal an. Ne, ihr seht, ihr steigt ein, die Tür steckt auch zu. Innen drin, kleiner Ventilator verbaut, ihr seht, es ist alles animiert, auch Gasbremse ist animiert.
Wir machen ihn mal an, weil der Sound, finde ich, passt sehr gut zum Fahrzeug. Achtung, hört mal hin. Ne, auch der Ventilator geht an. Ne, der Innenraum ist beleuchtet. Ne? Auch die Blinkeranzeigen sind beleuchtet. So, Modus mal von außen. Ne, auch wenn wir ihn ausmachen, er geht immer, er läuft so ein bisschen nach. Achtung. Finde ich persönlich sehr, sehr gut. Ihr seht, Licht ist alle funktionsfähig, auch die Blinker funktionieren. Ne? Die Hupe ist interessant. Auch kein Erdestandard, passend zum Fahrzeug. Und wenn man es rückwärts fährt, macht er sogar so einen kleinen Alarmsound. Achtung. Ne, das signalisiert, Achtung, ich fahre rückwärts. Ihr seht, er koppelt das einmal frei an. Ne, jetzt ist die Planung drüber und dann können wir quasi losfahren. Bringt 100 km/h Abstrecke. Das läuft Tacho, wir gucken mal, was er schafft. Er müht sich auf jeden Fall, sagen wir es mal so. Aber auch passend zum Fahrzeug. Ich meine, es wäre auch fatal, wenn der jetzt von 0 auf 0 innerhalb von 2 Sekunden. Also. 100 ist vielleicht möglich, aber halt schwer. Aber ihr seht, er schafft auf jeden Fall. Ne, auch wieder Bremssound. Mit dem Druckluft ist echt schön. Also ich soundtechnisch muss ich sagen, gefällt mir wirklich gut, weil es wirklich absolut zum Fahrzeug passt. Ja. Ihr hört es. So, jetzt unser Ausstiegssound. Also finde ich persönlich sehr, sehr gut. Ich hoffe euch auch. Denn ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst natürlich gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Fahrzeug findet, ob ihr den vielleicht nutzen würdet oder ob ihr nutzt. Vergesst nicht, den Kanal, also die Glocke zu aktivieren, damit der Kanal weitere Mod-Vorstellungen mehr von uns verpasst. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Euer Christian von der Modbox. Ciao.